Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen wieder beim wunderschönen Sonnenuntergang hier auf den Mauern. Hinter uns liegt die Leiche des Verfolgers. Er verfolgt uns nicht mehr so leicht. Nee. Ha, ha, ha. Ja, herzlich willkommen zurück bei Dark Souls 2. Und letzte Folge haben wir endlich geschafft, diesen Verfolger zu töten. Ein Bosskill auf mein Konto diesmal geht, aber das ist eigentlich egal. Hauptsache, wir kommen weiter. Ja. So, Ja, jetzt. also wir machen das mit der Zeit und so nur zum Spaß. Ja. Es wird jetzt nicht am Ende heißen, ja, so, du hast jetzt 5 Bosse mehr gekillt, du bist voll toll und ich bin scheiße. Genau. Oder so. Das So, bleibt also hier auch wieder so nicht. einer. Da geht's nicht Da geht's gar lang. nicht lang. Na Ist das gut. hier auch ein Dead End? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Dann wieder hier noch weiter. Oh! Schon wieder ein Nest. Snuggly? Da kann man sich vielleicht reinlegen und wieder wegtransportiert wieder mal. Oh! Ups! Als wir da kommen, denke ich. Jetzt sind wir der neue Verfolger. Lass mich bloß nicht los! Bringt der uns denn jetzt hin? Große Machete. Es scheint auch einfach mehr Stärkewaffen zu geben als Dex-Waffen. Ich habe bis jetzt in dem Ladebildschirm eine Dex-Waffe gesehen. So ein Ja. Gigantana. Tja. Naja. Ist mir schon wo dieser Adler greift. Ich denke, es ist ein Adler wieder. Ja. Na, beim letzten Mal war es okay. Oh, stimmt, sehr dunkel. Wow! Ach, das ist mehr. Bringst du uns denn Sieht jetzt irgendwie auch hin? aus wie dieses Wow! verlassene Dings da. Au! Irgendwie wie die verlassene Werft-Dingsbums von Die woanders. verlorene Festung. Genau. Gucken. Ja, Ja. tatsächlich. Wir sind schon wieder in der verlorenen Okay, Festung. es führen also alle Wege in die verlorene Festung sozusagen. Das ist Jetzt ja. von einem anderen Punkt aus. Und hier haben wir das Und wir nächste können gleich zu Leuchtfeuer. einem Spawnfire und uns aufleveln. Das ist doch wunderbar. Ab nach Majula. Wir sind jetzt hier der ferne Turm. Okay. Ja, also jetzt gibt es nur noch die Möglichkeit, hier halt bei Genau, die Heilsflammt und Kathedrale. die Kathedrale wäre jetzt nur noch. Oder hier weiter. Also Oder halt hier weiter. das hier scheint also so ein bisschen der Punkt zu sein, auf den es immer hinausläuft. Verlorene Festung. Also meinst du, wir sollen jetzt erstmal die Kathedrale machen? Ja, aber erstmal Level. Natürlich, das zuerst. Oder unsere Waffe upgraden. Ich würde den Speer erst upgraden, wenn wir. Ach so. Meinst du, wir sollen jetzt alles auf diesen Speer setzen? Ja, ich meine, er hat ziemlich hohen Grundschaden. Ja. Skaliert mit B. Ja. Wäre natürlich interessant zu wissen, welche Waffen man aus diesen ganzen Seelen von dem, also aus den Boss-Seelen machen Ja, den kann. müssen wir halt auch nochmal finden, irgendwann den Typ. Also ich würde jetzt erstmal, solange wir klarkommen, würde ich erstmal nichts weiter Oh! aufladen. Ja, da sitzt sie Da sitzt du ganz ganz massiv. lässig. Also, na, wie geht's so, Süße? Ne? Was gibt's denn? Ja, steh mal auf. Bearer of the curse. Ja. War halt so, ach, jetzt ist der wieder da, Ja. was da. Streben nach Sehnen, nach den großen Mächtigen sehen, durch den Seek the König, das ist eure king. einzige Chance. Falls euch dieser This nicht hässlich man is verschlingt, wie one. schon so viele andere. Das haben wir schon verstanden, du bist nicht gerade begeistert von uns. Haben wir irgendwas? Nee, haben wir nicht. Okay. Aufsteigen! Dann! Was wählen wir denn heute? Noch einmal Kondition. Jawohl! Angesagt. Dann, okay, wir haben jetzt gesagt, jetzt machen wir Belastung ein bisschen, damit Ja. da mal. Wo steht denn die? Da. Da oben. Nee. Ach da, okay. Ja, also einer auf Belastung, Nur dann. ein? Na erstmal, ich würde es jetzt einfach so weitermachen. Ich meine, wir müssen den Speer jetzt noch nicht tragen. Ich würde einfach so langsam darauf zusteuern. Na gut. Ansonsten unser Motto. Dann Ja, Geschicklichkeit. Dex, genau. So, Adaptability haben wir gesagt, lassen wir jetzt erstmal ein bisschen weg. Ja. Weil wir eigentlich ganz zufrieden sind gerade mit unserer Schnelligkeit. Boah. Unserer Balance nicht so ganz. Also wir können auch drauf skillen. Ich meine, wir haben genug Gebiete, in denen wir noch leveln können, zumindest. Na gut, machen wir erstmal Vitalität. Lassen wir das erstmal aus. Ja. Vitalität, dann Oder wieder Strich müsste nicht vergessen. Kondition. Na! Zack. Zack. Ja. So. Und noch einen Punkt in Kondition haben wir. Und dann würde ich jetzt sagen, nehmen wir wieder ein paar Quetschi-Seelen. Ring. Vielen Dank. Für die Blumen. Das war klar. Entschuldigung, my lady. Wir müssen mal ganz kurz nutzen. Und. Oh, und das ist viel. Ja, ich bin Na gut, ich bin gut. So, nochmal Lady, noch ein Level bitte. Nochmal Kondition, ne? Ja. Wird noch einmal aussteigen. So. Ja, war doch gut. Hat doch relativ gut geklappt, weil brauchen wir 5000 Seelen schon. Ja. Aber ich habe das Oh, Gefühl. 666. Dam, dam, dam. So. Gut, dann. Ich würde sagen, wir. Ich weiß nicht, sollen wir jetzt in der Festung umschauen oder mal zur Kathedrale gehen? Ich würde sogar raten, dass in der Kathedrale einfach nochmal ein Boss ist. Ja, ich würde auch die Kathedrale
Genau. Also sprich, wir müssen zu Heides Flammenturm. Ja, zum ersten, da müsste man. Ja, das ist zu weit weg. Obwohl, ich glaube, von hier kommen wir von hinten besser ran, ne? Weil direkt hinter ist, war direkt hinter dem Boss. Ja, aber also du musst so oder so durch. Da hast du den Fetten mit dem Schwert und die drei in der Halle und hier hast du den einen mit dem normalen Schwert und die drei in der Halle. Das macht, nimmt sich so Ja. ziemlich gar nichts. Heides Ruinen. Aber wir müssen auch irgendwann in den Turm nochmal reinkommen, ne? Eigentlich. Nö, der Turm war wirklich nur dieses kleine, wo diese Wunderfrau saß. Der war jetzt nicht besonders riesig. Ah. Nee, da waren wir schon drin. Das Bonfire heißt sogar Heides Flammenturm. Heißt direkt? Ja. Nee, heißt Flammenturm Ruinen, aber. Ja, das hier. Aber das andere ist Heide Flammenturm. Ach so, okay. So. Machen wir der Dicke hier. Den jetzt ja eigentlich schon mal ein bisschen mehr schaden müssten. Ach ja, das ist. Die sind scheinbar nicht so elektro. Affin, also wir sind elektroaffin, deshalb nicht so. Ja, schon Elektrophob! verstanden. Elektrophob! Das Elektro war bringt nicht das. ganz so viel. Och, ich vergesse das immer wieder in diesen blöden Rollen. Kommt das komische Brummen von außen? Ich glaube ja. Ich glaube, es ist ein Flugzeug drin. Ja, nee, viel nimmt es nicht. Ich glaube, du hast recht, dass das andere ein bisschen kürzer wäre. Aber, naja. Da hätten wir den zum Beispiel auslassen können. Ja, also ich meine, an den Dicken kannst du im Prinzip auch vorbeirennen Naja, und. du hast gemerkt, wie lange die verfolgen, ey. Naja, aber ich meine, die kommen nicht schnell genug hinter dir her, Och. Ja, und um jetzt dich sterbe ich von links noch. durch aufzuhalten. Mistvieh. Das sah schon mal eleganter aus. Ja, na, die machen so viel, extrem viel Schaden, also nervig. Oink. Hallo. Entschuldigung. Na, ja, dann ist das ein gutes Spiel. Bums, Bums und Bums. Also das Oh. passiert öfter mal. Ja, wir stehen direkt davor, der Schlag geht einfach ins Nichts. Was ist das denn? Ja, naja, wie gesagt, Day One kauft ist halt noch nicht alles perfekt. Es kann jetzt Das. auch sein, dass wir es vergucken und jedes Mal genau zwischen den Beinen durchschlagen oder so. Das Ja, will ich jetzt nicht nur. ausschließen, Och, aber. jetzt fliegt doch dein blödes Schild nicht immer hoch. Komm schon, hallo, Großi. Ja, das klappt nicht. Hätte ja klappen können. Geht doch. Mann, Mann, Mann. Ja, ich weiß, ich will es dir nicht vorschreiben, aber ich würde probieren, an denen vorbeizurennen und sich ins Nebeltor zu retten. Weil vermutlich sofort ein Boss kommt. Also so groß wie Vermutlich. das Tor ist. Ja. Ich meine, wenn nicht, dann rennt eine ganze Armada hinter dir. Aber. Oh, da stellt er sich vor den Tür. Ah! Abfangtechniken hier. Ja, so, da war noch ein dritter. Naja, Ja, jetzt hättest du an ihm vorbeigekommen. Naja. Einfach im Bogen. Nee, guck mal, der ist. Der ist ja frech. Na gut, dann. Ah, verdammt. Och, Mann! Ich hasse das jetzt, dass ein bisschen Rollen das anders ist. Ups. Die beiden anderen scheinen echt nicht hinzukommen. Ja, wenn man nah genug rangeht, Oh. wahrscheinlich. Dann kann unser Schildblock nicht komplett weg. Naja, ich muss mal kurz ein bisschen. Boah. Ah! Ja. Boah. Ja, wir waren eine Weile nicht hier. Und schon haben wir vergessen, wie man am besten gegen die Viecher kämpft. Haben uns zu mächtig eingeschätzt. Frage ist, warum wir mächtiger sein sollen. Ich meine, wir haben, glaube ich, 3 Punkte in Geschick gesetzt seitdem oder so. Naja. Bums. Auch den Angriffspool von dem ganz anderen Kopf. Huch, jetzt habe ich das heile Ritterschwert ausgesehen wieder. Oh, also Man ist nur wahrscheinlich gut. draufgekommen aus Versehen. Bei FIFA steht ja auch plötzlich immer da, welche taktischen Optionen wir haben, weil einer von uns draufkommt. Geht doch. So, jetzt kommen erst die Wie beiden viel anderen. Geschick haben wir eigentlich? Nur mal so zwischendurch. Wir 23. brauchen wir nochmal für diesen Schwert? 27. Ach ja, jetzt kommen wir beide gleich. Ja gut, jetzt können wir. Ah! Ich sehe nichts. Lasst mich in Ruhe. Dam 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 Moment, warten wir nicht nochmal gleich zwei weitere? Ja. Ah. Hi Leute, na, wie geht's euch denn so? Na, ja. Der ist schon wieder Ey, blockiert. wir setzen echt auf Wegblockierung, die Schweine. Ja.
Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Ich bin gar nicht da. Jetzt wird das gleich GEMA gesperrt, weil ich die Mission Impossible Musik nachgesummt Nachgesummt. habe. Das erkennen wir doch sofort. So, und jetzt, also der durfte dich niemals einholen. Wenn natürlich kein Boss dahinter ist, Wird böse. dann heißt es weiterrennen. Na gut, schauen wir mal. Drei Essensflakons. Blaue Kathedrale. Was ist denn hier dahinter? Boss. Alter Alter Drachentöter. Drachentöter. Noch ein Ritter. Wow! Und, Das ist doch. ja, Hornstein. Ornstein, was hast du denn hier? Nur in Silber, nicht in Gold. Ein Kollege? Oder was? Und auch kein Blitzeffekt anscheinend. Ja. Okay. Das ist ja interessant. Smaug, hockst du hier irgendwo? Kommt noch, kommt noch. Watch. Okay, also es spielt ja nach Dark Souls Ah, eigentlich. ja. Okay. Lässt sich viel Zeit irgendwelche angucken. Das Moveset ist teilweise halt. Okay, ich verstehe den Kritikpunkt mit dem Recyceln jetzt ansatzweise. Also das ist ja jetzt. Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, dass sie wirklich nur normale Oh, Gegner Kupser! recyceln. Nur kann die Säule wegschlagen. Also, dass sie wirklich Bosse. Da Oh! ist der Blitz. Oder irgendwas anderes. Magie. X! Also, dass sie wirklich Bosse 1 zu 1. Also, er verhält sich ja ein bisschen anders. Aber. Ah, okay. Aber irgendwie finde ich es auch cool. Ey! Oh, what? Okay, nicht zu nah ran. Ja, der hat so ein bisschen Mischmasch. Also, Artorias hast du jetzt nicht gesehen, weil du den DLC nicht kennst. Also ein bisschen eine Mischung aus, ja, aus Ornstein halt und aus Artorias. Okay. Der hat nämlich auch so eine Schatten-Magic eingesetzt. Ja, guck mal, diesen Hochwerfen-Move hat er auch. Den Ornstein hatte. Den wir Smaug sagen irgendwie. Ja. Ist ja auch nicht schlecht. Ich habe mich jetzt entschieden, dass ich es doch cool finde. Ich meine, warum soll Ornstein keine Kumpanen gehabt haben? Naja. Er war ja der Drachentöter, also warum soll es immer nur einen Drachentöter geben? Scheint es quasi so ein ganzer Clan gewesen zu sein. Das kann sein, vielleicht ist es sein Bruder. Und der ist jetzt sauer, weil unser Vor. Kann Ja. doch sein, dass wieder der Ur-Ur-Urenkel sind von dem Dark Souls 1. Ja, hat er extra 400 plus Jahre gewartet. Das Fockgeld geht immer mal wieder weg. Kleiner Grafikfehler. Weil wenn die ganzen Massen jetzt da dagegen stürmen, Der versuchen Kampf ist durchzukommen. vorbei, dann rennen da 10 Leute rein. Ergreift ihn! Das wäre doof. Oh. Okay, damit macht er die ganze Ausdauer. Aber er hat jetzt nichts. Mach doch mal was, greif an! Ach, Mann! Ah, wie seid ihr sich geblockt? Eieieiei. Ja, sei lieb, großer, sei lieb. Glück. Nope. Töter. Bitte dran, Töter. Da macht man eigentlich auch gar nichts. Ich muss sagen, aber ich finde es jetzt mit dem Skillen ganz gut, dass wir jetzt ein bisschen probieren können, wenn es halt scheiße ist und nicht aufgeht. Dann Ja. haben wir ja noch einmal das Seelen, das ist neu zu verteilen. Ja. So, wenn du über die Ah! Hälfte hast, ja. Aber. Nicht zu übermütig werden. Oh, da kann so Ramen 3-2 in Führung gehen, was die Bosse angeht. Ja, vielleicht. Mal gucken. Ja, aber sie setzen wirklich viel mehr auf diese Duellbosse. Ja. Nicht großes Monster versus kleiner Mensch, Sondern. sondern großer Mensch versus kleiner Nein, Mensch. nein, 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 Ah, guck mal, er nein, hat sogar Smaug teilweise mit drin. Das Ja. ist ja eine 1A-Smaug-Attacke. Nope. Oh. Nein! Mann! Du Mistvieh! Ornstein prevails. Oh, das Okay. kann doch nicht wahr sein! Da macht er, die ganze Zeit ist er immer so, ja, na ja, und jetzt auf einmal Rums! Rums macht er. Meine Güte! So. Sonst würde ich mich immer noch gut wegrollen, jetzt hat er einfach sofort ausgeholt. Tja, so. Die scheinen dieses Prinzip irgendwie übernommen haben vom letzten Boss von Dark Souls, dass die halt so ein riesiges Moveset haben und man nie genau weiß, was als nächstes einsetzt. Was ich eben gerade versucht habe. Ja. Hm. Okay. Okay, mit dieser schönen Aktion beenden wir die Folge.
Und dann werde ich beim nächsten Mal, nämlich, weil es jetzt zeitlich blöd ist, werde ich dann durchrennen und ihn versuchen. Und dann wahrscheinlich in Führung gehen mit 3 zu 2. Gut, ja, ich hoffe, dass es nicht wieder nur 2 Minuten sein werden. Bitte, bitte, bitte. Ja, natürlich nicht. Bitte, bitte, Und bitte. Ja. ja, dann freut euch auf Alter Alter Drachentöter. Drachentöter. Ja, bis dann, euer Gautun. Und also Ramen. Ciao.